Und dann gehen wir quasi durch die andere Tür, die wahrscheinlich die richtige Tür ist, ne? Oder, warte mal, ich habe auch noch eine Flasche Wein. Waren wir nicht in einem Raum, wo man irgendwie eine Flasche Wein... benutzen konnte? Alter Schwede, habe ich mich gerade erschreckt. Irgendwo war das so eine Büste quasi. Das weiß ich noch, dass da irgendwo war so eine Statue oder so ein Gedöns, wo man, wo es aussah, als wenn man da was in die Hand tun könnte. Kann ich das auf der Karte einsehen? Ich glaube nicht, ne? So, da geht's in die Haupthalle. Da sind die Engelsbüsten, könnten wir auch nochmal versuchen, aber ich glaube eher nicht. Kugellabyrinth. Kaufmannszimmer. Achso. Speisezimmer. Wir haben ja. Oder haben wir den Schlüssel gefunden auch? Nee, ne? Nee. Nee, da passt keine Flasche rein. Das ist Bullshit. Gehen wir nochmal nach oben. Da ging es nur. Achso, das war die wieder aufgeschlossene Tür. Ja, im Moment fällt mir es noch schwer, das mir alles zu merken, wo hier was ist, aber das wird dann mit der Zeit kommen. Ach, hier kam er her, ne? Okay. Also kann es ja nur noch oben sein. Das Zimmer, was ich meine. Und bitte jetzt nicht schon wieder so eine Fliegentussi, Alter. Das meinte ich, genau. Oh. Dankeschön. Ja, die sind aus Stahl. Da kann man nichts machen. Alter, ey. Für meine Mutter wäre das ein Traum. So. Siehste, sag ich doch. Sieht gut aus. Nehmen wir. Aha. Aha. Gut. Wahrscheinlich fängt mich jetzt irgendwie, wenn ich unten vor der Tür bin, wieder einer ab, ne? Von den Gandulders, ey. Ja, weiß ich. Ich will dich gerne benutzen. Hä? Warte mal. Ich bin hier. Wagenauffahrt. Küche. Ach, warte mal. Da war vielleicht die Tür auf der anderen Seite vielleicht. Nicht die hier. Die war ja auch verschlossen da drüben, ne? Oh nein, 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 oh nein, bitte nicht. Nein, okay, das war das Zimmer. Scheiße, ich habe mich geschnitten. Oh Gott sei Dank. Alter Schwede, ich habe gerade schon Paras geschoben. Oh Gott sei Dank habe ich das Fenster aufgemacht gehabt, wa? Da das ja anscheinend wie bei der letzten, wo er dann ins Fenster geschossen hat. Dankeschön für diesen Tipp quasi.
Nichts. Doch, da liegt was. Okay. Ist das alles oder was? Oh, ey. Ich habe davon geträumt. Ich wüsste gerne. Oh, ist das dunkel. Aber erstmal ganz in Ruhe alles abklappern, ist klar, ne? Das muss sein. Okay. So, dann wollen wir mal auf die Karte gucken. Also, wir kamen ja von hier, ne? Speisezimmer. Dann können wir jetzt entweder nach links oben weg, eventuell, oder. Was soll das denn jetzt schon wieder? Okay. Nach links oben weg oder rechts. Und wir sind näher an links, also gehen wir da mal hin. Ist schon kaputt. Und natürlich müssen wir andersrum. Okay, dann ist wahrscheinlich die andere Richtung eher halbwegs nah dran. So. Verschlossen. Okay. Also. Hier. Oh. Schön ruhig, Ethan. Nicht so laut sein, ne? Obwohl ich vor der gar nicht so beunruhigt bin. Ich habe eher Panik vor den beiden Töchtern. Mit ihrem beschissenen Fliegenschwarm. Gott sei Dank haben die hier überall so ein Kram rumliegen. Könnten wir eigentlich mal wieder was machen, ne? Glaube ich. Noch eins ging nur, na gut. So, bisschen laut. Okay, ich bin ein bisschen paranoid. Karte des Schlosses Hauptgebäude. Okay. Ah, okay. Oh, ein Badehaus. Nam nam. Seid ihr beiden etwa baden? Seid ihr beiden etwa baden ohne mich? In so Dampfbädern steigt ja viel Dampf auf. Da machen wir mal lieber ein bisschen, bisschen Wind. Damit keine Pilze, kein Gammel entsteht. Okay. Ja, ich mache ja zu. Oder auch nicht, so. Was machst du denn da? Du sollst die Schublade aufmachen und nicht zur Seite torkeln. Okay, aber hier scheint auch dann Ende der Straße zu sein. Das ist ja nicht verkehrt. Oh. Falls gerade irgendjemand irgendwas noch geschrieben hat, ich kann es komischerweise nicht lesen. Wird mir nicht angezeigt, warum auch immer. Weiß ich nicht. Aber vielleicht blubbt es ja gleich noch auf. Ach, dann gehen wir mal zu den Mädels. Natürlich sind die nicht da drin. Ich dachte, ich kriege jetzt mal was zu sehen.
Ja, sieht aber schick aus. Ne? Also ich mag sowas. Ne? Ich find das heutzutage ganz. Die Frauen sind blind für Advancen der Männer, Avancen der Männer, während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen, sodass schon bald der Wein fließen möge. Die Frauen sind blind für die Avancen der Männer. Ah. Okay. Das sind die Männer. Ja, können ja in alle Richtungen weggucken im Prinzip, aber egal. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Ach, ihren Herren ist ja männlich und weiblich, ne? Ach, den kann man auch drehen. Hä, warte mal, okay. So, also sie muss weggucken. Während die Armen ihr Glück in die Hand nehmen. Und ihrem Herrn die Früchte ihrer Arbeit überreichen. Das schon, ja gut, der Wein fließen möge. Ich nehme mal an, dass im Becken ist Wein, ne? Anstatt Blut. Oder vielleicht ist auch Blut. Okay, dann müssen wir gucken, ob die Tussi nicht vielleicht ganz weggucken soll. Oder kann ich die nur so drehen? Ach, die kann ich nur einmal drehen. Okay, das ist praktisch. Ach, und die guckt nicht in die richtige Richtung. Oder. Hä? Nein, das habe ich gar nicht gedrückt, nein. Ich werde mich jetzt hier keine 5 Jahre an so einem scheiß Rätsel aufhalten, oder? Aber das ist ja richtig, die sollen ja die Frau, die Avancen. Und ihr soll das egal sein. Also eigentlich muss das hier schon richtig. Oh, eigentlich muss das hier schon richtig sein. Stellt sich halt nur die Frage, wie man die andere Scheiße drehen soll. Ach nee, und ihrem Herrn Früchte für ihre Arbeit überreichen. Früchte, die haben ja Weintrauben auf dem Tablett, ne? Okay, dann habe ich das vielleicht. Ja, okay. Ja, seht ihr, hat 5 Minuten gedauert, aber. Oh, und es geht abwärts, ja, schön. Endlich mal wieder Dunkelheit. Oh, was haben wir denn da? Ja, Wein halt, ne? Wahrscheinlich nicht nur Wein.
Das ist die Ziege, ja. Das Haus der Satans, ja, ich weiß. Er hatte schon eine gefunden. Ich dachte aber, also ich bin mir sicher, ich habe trotzdem. Okay. Alter Schwede, habe ich mich verjagt. Blöder Wichser. Oh, hoffentlich kommen nicht alle. Blödes Arschloch, Alter. Ja, moin. Alles klar. So. Ja, solange ihr so auftaucht, ist mir das egal. Wofür ist das? Nehmen wir. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht runtergeschlagen. Alles klar. So, jetzt stellt sich aber die Frage, das sieht aus, als wenn es hier weitergeht, also gehen wir nochmal zurück. Und dann könnten wir theoretisch das hier zuziehen, aber ich weiß nicht, wozu das sein soll. Warum sollte ich das zuziehen wollen? Manchmal ist der tiefere Sinn. Wo war es? Ach, hier war es. Kann ich auch nur von der Seite zuziehen? Alter, okay. Verjagen tut man sich bei sowas natürlich immer gut, ne? Das ist ganz klar. Oh, beinahe hätte ich das übersehen. Siehst du gut, dass er mich zurückgetrieben hat? Okay. Oh. Kann jemand klettern? Hallo?
Oh. Oh. Okay. Ja, das dazu. Habe ich auch wieder vergessen zu blocken, hätte ich eigentlich auch machen können, ne? Na, wir wollen ja nicht zu kurz an Medizin kommen. Ja, an dieses Blocken, da muss ich mich noch gewöhnen. Das ist auch schon bei dem anderen Spiel. Okay. Also hier ist richtig, ne? Und ja, ich bin nervös. Okay. Zack. Unschein mache ich mich gut oder eher nicht so? Was ist das? Warum komme ich da nicht hin? Keine Ahnung, weil da noch eine Tür hingeht oder sowas oder. Nee, gar nicht. Jetzt werden wir ja wohl nach der Passage erstmal 2 Sekunden Ruhe haben, nehme ich mal an. Auf jeden Fall können wir speichern. Das ist ja schon mal viel wert. Okay.